Seit Stunden feilt Wolfhard von Böselager an seiner Abschiedsrede. Morgen ist der Tag, auf den er sich viele Jahre vorbereitet hat. Der Baron legt sein Lebenswerk in die Hände seiner ältesten Tochter und seines Schwiegersohns. Leicht fällt es ihm nicht. Ich habe heute Morgen ab 5 nicht mehr schlafen können, weil mir klar geworden ist, dass viele Dinge eigentlich meine Zeit viel zu viel auffressen. Aber ich bin furchtbar müde, ich schlafe schlecht. Und ja, deswegen merkt man mir wahrscheinlich auch an, dass ich ein bisschen überfordert bin. Nicht nur seine Geschäfte wird der Baron abgeben, auch sein Schloss. Er wird sich verkleinern. Weg vom feudalen Wohnsitz mit über 60 Räumen und Sälen, hinein in ein Einfamilienhaus mit nur 7 Zimmern. Das sind auch ganz andere Lebensumstände. Ich habe schon viele Tage da zusammen in unserem Haus verbracht und schon manche von den Nachbarn kennengelernt. Das ist ein Doppelhaus, also da haben wir sogar Leute, Nachbarn im selben Haus. Das sind nicht meine Gäste, ich bin nicht ihr Gast. Sie sind eigentlich Fremde und trotzdem ganz nah beieinander. Man sieht jeden Tag, wenn der eine arbeiten geht oder nicht. Ah ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Franziskus von Ketteler, der Nachfolger. Ab morgen ist der Schwiegersohn der Schlossherr. Er muss sich beeilen. Sein Schwiegervater hasst Unpünktlichkeit. Der Chef sozusagen verlässt das Boot und es kommt ein neuer Chef oder in diesem Fall eine Chefin. Wir sind natürlich auch besonders kritisch in diesem Fall, weil es eine eigene Angelegenheit ist sozusagen, wo wir eben besonders gut sein wollen. Ne? Besonders, weil wir natürlich einmal den 70. Geburtstag feiern von Dr. von Böselager. Und besonders, weil wir den Generationswechsel vollziehen morgen, wo sozusagen ein Stabwechsel stattfindet zwischen meinem Schwiegervater und meiner Frau. Ein Altar. Ildiko von Ketteler-Böselager führt das Lebenswerk ihres Vaters fort. Für seine Abschiedsfeier hat sie ihm eine persönliche Bildergalerie gewidmet. Ach schön, da mit Mami mit Sektglas. Ja, und dann ich zu meiner bestgenährtesten Zeit. So rund war ich mal. Das sieht scheußlich Bitte? Aus. Das sieht scheußlich aus. Scheußlich? Ja. Ich finde das sehr schön. Martina Schmidt von Böselager, die dritte Frau des Barons, möchte, dass morgen alles perfekt ist. Wir müssen heute Nacht ein bisschen kalt machen, weil... Was muss ich? Es muss heute Nacht hier kalt sein. Ja, mach doch. Hast du die Heizung schon abgedreht? Nee, aber werde ich jetzt... Dann müssen wir mal einen Ingenieur bestellen, damit die Heizung abgestellt. Also ich das eben machen? Ja, das wäre ganz gut. Und die Fenster auch. Kann ich hier arbeiten. Ich verdiene lieber das Geld, womit die Wärme produziert wird, die du dann hier abstellen kannst. Okay. Ja? Und tschüss. Schloss Höllinghofen gehört den von Böselager seit 250 Jahren. Die Familie lebt von der Land- und Forstwirtschaft. 2500 Hektar Wälder und Ländereien erstrecken sich über Westfalen und das Hochsauerland. Der scheidende Baron führt den Betrieb mit mehr als 80 Mitarbeitern nach ökologischen Regeln. Besonders stolz ist er auf den Wildwald, ein Naturpark für Besucher. Hier können uralte Bäume und seltene Tier- und Pflanzenarten überleben. Baron von Böselager ist ein Traditionalist mit grüner Seele. Seine größte Sorge, werden seine Nachfolger Höllinghofen im ökologischen Sinne weiterführen? Natur und Herbst sind natürlich gute Symbole für die Situation. Und dass die Zweige mit Früchten und die Blätter bunt sind, entspricht auch meiner Stimmung und meinem Leben. Ich habe eben erlebt, wie mein Vater, als er schon 50 war, mir diese Aufgabe übertragen hat. Aber da er noch so jung war, war es für mich selbstverständlich, dass er teilweise noch immer mitsprechen sollte. Und ich habe aber dann natürlich, bis er fast 80 war, auch nicht so richtig voll alleine dagestanden. Und daraus habe ich den Schluss gezogen, gut vorbereitet, nicht zu früh, nicht mit 50, sondern vielleicht mit 70, aber dann auch wirklich und dann konsequent. Hier ist die neue. Nee, ist auch eine alte.
wir hängen, weil der Tag ja morgen sehr stark auch unter dem Zeichen des Generationswechsels steht, hängen wir an die zwei Türme. Einmal eine Turmfahne der Familie Kettler und einmal eine Turmfahne der Familie Böselager. Und jetzt ist die Frage, welches von diesen 80 Fahnen hier die richtige Turmfahne ist. Hier, ich hab sie. Die Kettlersche ist schon mal da. Oder? Nee. Hier, das hier ist die Turmfahne, Hadi. Das ist sie. Die kommt nämlich in das... Ja, okay. Und die ist auch kürzer. Jo, viel kürzer. Geflaggt wurde auf Höllinghofen zum letzten Mal vor 3 Jahren, als Franziskus von Ketteler in die Familie von Böselager eingeheiratet hat. Von Anfang an war klar, seine Frau ist Erbin und Besitzerin. Er wird der Geschäftsführer. Eine ganz große Herausforderung ist, diese Aufgabe in einem Team mit meiner Frau zu bewältigen. Das ist ziemlich unüblich, weil in der Regel nach wie vor große Betriebe von Männern geführt werden. Und auch die Männer, die Eigentümer sind. In unserem Fall ist das anders. Und darin liegt die Herausforderung. Und diese Herausforderung geht er gerne ein. Dafür hat der Freiherr sogar die Leitung einer erfolgreichen Ladenkette aufgegeben. Also wir arbeiten da seit ich denken kann, ne? Arbeitet mein Vater darauf hin und hat er mir immer gesagt, ja, wenn ich 70 werde und so, dann. Und jetzt ist halt dieses Dann, ist halt morgen. Schuh, alles klar? Ja, läuft alles. Der Baron hat seinen Schwiegersohn schätzen gelernt. Hast du mitgekriegt, ob und wer Tante Miriam abholt? Nee. Gut. Ich hab's im Auge. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber wenn er dann der Mann meiner Tochter ist, dann ist für mich auch die Frage, hat er den Vorteil oder den Nachteil gar nicht gegeben. Das ist einfach so. Aber ich habe natürlich gesehen, wie engagiert und wie talentiert er ist. Das ist ein außerordentlicher Glücksfall, dass meine Tochter einen Mann heiratet. Und zwar nicht deswegen, sondern eben Glücksfall, der so geeignet ist, das zu übernehmen. Die Hirschbrunft hat begonnen. Ein Spektakel, das jedes Jahr im Herbst viele Besucher in den Wildwald lockt. In den letzten beiden Jahren hat Wolfhard von Böselager seinen Schwiegersohn auf die Aufgabe als Geschäftsführer des Naturbetriebs vorbereitet. Tag für Tag saßen sie sich im Büro gegenüber und haben sich durchaus kritisch beäugt. Dem jungen Freiherrn war schnell klar, der Baron räumt sein Terrain nur Schritt für Schritt. Und mindestens bis zur Übergabe behält der Alte das Sagen. Er nimmt seine Herde mit. Und wir kämpfen nicht. Nee, eben, wir kämpfen nicht. Nein, das ist ganz anders. Aber das ist, wenn man Menschen mal da einbezieht, bei vielen Tierarten ganz anders. Ganz abgesehen davon, dass Menschen eigentlich fähig sind dazu, Wettbewerb in einer anderen Weise auszukämpfen. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, wir hätten keine Konflikte gehabt. Aber nachdem bis jetzt das immer sehr klar war, dass ich mich zu fügen habe und auch meinen Schwiegervater inzwischen so gut kenne, dass ich ein gewisses Vertrauen habe, dass er schon weiß, warum er etwas nicht gut findet oder im Moment nicht angebracht findet, war das eigentlich zwischen uns kein Problem. Mhm, ganz schön starker. Ja, da oben, die sind immer noch am Käbeln. Am nächsten Morgen die Gratulanten im Anmarsch. Guten Morgen. Ich werde erst den kleinen Finger. Das Hände voll. Schön. Die geladenen Gäste sind Honoratioren aus der Umgebung, aber auch Freunde von weiter weg.
Sie wollen dem Baron zum 70. gratulieren und sie sind gespannt auf die neuen Schlossherren. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und unsere Verbundenheit zeigen. Ein kleines Tröpfchen darf ich Ihnen hinten hinlegen. Oh, danke. Der Geburtstag ist auch gleichzeitig Präsentationsbühne. Du weißt, Herr Fröhlich hat die Initiative in der Stadt hinab. Meine Tochter, hallo, Fröhlich, der beim Bürgermeister im Büro sitzt und die Wald und Holz organisiert. Bei uns sind hier aber die Weichen gut gestellt. In der Stadt hoffentlich auch. Alle Misstöne der vergangenen Jahre sind heute vergessen. Der Tag soll harmonisch sein. Es gibt ja Konflikte, die einfach notwendigerweise entstehen, wenn ein 70-jähriger Mann und ein 36-jähriger Mann eng zusammenarbeiten und auch gemeinsam Verantwortung tragen. Dann gibt es die Konflikte zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Und dann gibt es die Konflikte zwischen Vorgesetzten und Untergebenen natürlich. Also bei uns kam halt alles auf einmal. Und deswegen mussten wir einen Weg finden, das Ganze zu managen. Ein Spaten. Er steht für Bauen, Garten, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Landschaft und Naturschutz und nicht dafür, die Talente zu vergraben. Und man kann ihn auch als äußerst gefährliche Waffe einsetzen. Die sind halt beide sehr stark und die beide funktionieren irgendwie besonders gut, wenn sie irgendwie oder bringen maximal das, was sie können, wenn sie da irgendwie motiviert werden und wenn sie da irgendwie das Gefühl haben, sie machen das Richtige, sie machen das auch beide für mich. Damit du nicht zu viel für zwei arbeiten musst, wie ich es manchmal musste, kannst du dir glücklicherweise Arbeit und Verantwortung teilen und ein entscheidendes Stück an deinen Hauptgeschäftsführer Franziskus weitergeben. Aber diese, ich würde mal sagen, so eine Scharnierposition, in der ich da bin, nämlich beiden besonders nah und näher als die einander irgendwie sich sein können zu sein. Natürlich bringt die mit sich, dass ich irgendwie immer höre, wo mein Mann an meinem Vater oder mein Vater an meinem Mann verzweifelt. Natürlich haben wir sicher beide das auch teilweise lernen müssen, prinzipiell. Und wenn man älter ist, lernt man nicht mehr so leicht und hat es auch vielleicht nicht mehr so nötig. Und der Jüngere musste vielleicht noch mehr lernen, müssen Sie ihn selber fragen. Aber klar, da ist auch ein Lernen dabei. Eines muss auch der Baron lernen. Ab morgen gelten auf Höllinghofen andere Herrschaftsverhältnisse. Theoretisch. Nach dem Besitzerwechsel eilt der junge Freiherr ins Schloss. Arbeitsfrühstück um 8. Ein Termin, den Baron von Böselager weiterhin für wichtig hält, um seinen Schwiegersohn zu instruieren. Ja, deine Punkte sind gut. Hast du deinen Kalender mit? Ja. Wenn wir dazu kommen, reden wir vielleicht am Ende über deine Termine. Damit wir gucken, ob wir davon welche absagen müssen oder auch vorbereiten, damit wir nicht damit wir genug Zeit haben, weil wir ja ziemlich im, also ich jedenfalls ziemlich hinter der Zeit bin. Wir haben ja diese Meldung hier von, die bringt überhaupt nichts. Das ist alles, was in der Zeitung steht. Das hat gar nichts mit uns zu tun. Okay, dann mache ich mal einen Briefentwurf. Ich will das auch heute in der Vorstandssitzung erwähnen. Da wird nicht jemand umreden. Bald ist die Übergabe auch juristisch besiegelt. Dann kann Franziskus von Ketteler eigene Akzente setzen. Eine neue Computeranlage soll her und das Sorgenkind Wildwald soll mehr Besucher ziehen. Die Idee des Freiherrn, einen Waldkindergarten gründen und die Erlebnisangebote ausbauen. Die Ratschläge des Schwiegervaters sind aber weiter willkommen. Das war schon sehr authentisch auf jeden Fall. Es ist schon so, dass er sehr viele Dinge sehr umfassend und von verschiedenen Seiten beleuchten kann. Er ist ja Philosoph
Und ich denke mal, er hat das da gut gelernt. Und insofern ist es richtig, dass er deswegen viel referiert. Also wenn er gesagt hat, kümmere dich mal um das und das Problem oder überleg dir mal was zu der und der Konstellation, dann habe ich schon einen Referatsauftrag sozusagen. Und das wird dann an einem Frühstück erst kurz und wenn Rückfragen bestehen, später auch länger aufgearbeitet. Und während Franziskus von Ketteler die Aufträge seines Schwiegervaters aufarbeitet, kommt seine Frau Ildiko einer selbstgewählten Pflicht nach. Sie hält ein paar Pferde. Im Moment findet sie kaum Zeit für ihr Hobby. Und auch das Familienleben kommt zu kurz. Ich würde sagen, wenn es so, wie es im Moment ist, immer weitergehen würde, dann wird das nicht klappen. Also im Moment bräuchte der Tag einfach irgendwie eher so 36 Stunden. Reiten mache ich eben, wenn ich einmal in der Woche schaffe, ist toll. Und Kino waren wir auch schon länger nicht mehr. Und die Kleine sehen wir viel zu wenig. Ist jetzt eigentlich den ganzen Tag irgendwie, wird die von anderen betreut. Das ist überhaupt nicht das, was wir uns vorstellen. Und wir eben auch nicht. Also wir bringen es nicht richtig unter. Halt abends nach 10 oder so. Aber meistens hängen wir dann auch nur noch müde vom Tatort oder so. Im Moment klappt es nicht so gut. Aber es ist eine Übergangszeit, denke ich. Hallo. Das Ehepaar nutzt die einzige gemeinsame Stunde am Mittag, um Organisatorisches zu besprechen. Ja? Ildiko von Ketteler-Böselager ist Architektin. Sie regelt sämtliche Bauarbeiten auf Hellinghofen. Oh, ich habe hier einen Stapel Sachen. Okay, soll ich das einfach machen? Ich kann das auch einfach machen. Wenn du da keine besonderen Wünsche hast, wie das ich habe keine Wünsche, außer dass ich die bisherige Praxis eigentlich so recht gut fand. Wo ist das Baby? Ja, spazieren. Ohne uns. Oh, wie schade. Das gucken wir uns jetzt heute nach. Noch genießt die adlige Kleinfamilie ihr überschaubares Forsthaus. Das 500 Jahre alte Schloss, in das sie bald umziehen, ist eine Baustelle. Ständig muss etwas repariert werden. Oft hilft nur schweres Gerät. Die Sickergrube macht Ärger. Sie ist undicht. Ja, also wo kommt das jetzt an? Da unten rein wird das gepumpt oder was? Die Pläne stimmen mal wieder nicht. Nur der Baron weiß, wo die Leitungen wirklich liegen. Oder hier. Das müsste der Zaun sein. Ach so. Ja, aber der ist natürlich auch nicht anständig vermessen eingezeichnet. Ne? So schräg geht der nicht. Der geht hier gerade. Als wäre der Organisationsstress nicht schon groß genug. Jetzt müssen sich die beiden auch noch mit diesem Problem herumschlagen und die Bauarbeiter anweisen. Man hätte gedacht, das wird oben. Die Hektik der Übergabe hinterlässt auch im Leben der jungen Schlossherren ihre Spuren. Natürlich ist es so, dass wir jetzt im Moment, also auch in unserem Privatleben, an jeder Ecke halt alles instabil ist. Ne? Ich denke, insgesamt ist es im Moment schon sehr viel, weil Dr. von Böselager einfach vor der Übergabe noch mal viele Dinge angefasst hat, die er einfach in den letzten Jahren nicht geschafft hat und die er jetzt einfach in Ordnung bringen wollte, damit wir sie in einem guten Zustand übernehmen. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr als sonst. Hoffentlich. Die Familie will schon bald nach Höllinghofen umziehen. Das gehört zu den Repräsentationspflichten. Es genügt nicht, hier nur zu arbeiten. Die Schlossherren sollen auch hier leben. Die Frage ist nur, wie und vor allem wo macht man es sich auf 2400 Quadratmetern gemütlich? Ja, und theoretisch könnte man hier irgendwie so eine Tür machen oder so. Ich glaube, das war ja auch mal zu. Sieht ein bisschen so aus wie ein Türbogen. Ne? Mhm. Ja, muss man aufpassen, dass es da vorne nicht zu dunkel wird. Ne? Aber dann hätten wir halt sozusagen jenseits hier hätten wir irgendwie so unseren eigenen kleinen Bereich. Ne? Und dann könnten wir hier unser Wohnzimmer machen. Was hältst du davon? Also bisschen, für mich eine bisschen komische Vorstellung in Mamis Schlafzimmer und so. Aber, das wollte ich gerade sagen, genau. Ja, aber das würde sich irgendwie anbieten, ne? Weil das wäre halt einfach eine coole Küche und dann halt von da hier ins Wohnzimmer. Und das ist so zu der Ecke, wo wir nicht wohnen wollten eigentlich, wo wir nicht schlafen wollten. Wir wollten hier eigentlich nicht schlafen. Weil wir nach vorne zum Hof schlafen wollten. Bisschen komisch ist halt so vom Wohnzimmer direkt ins Bad, aber das ist ja eh nicht so unser, ich meine, das ist ja eh nur unser Intimwohnzimmer sozusagen.
Das wird einfach die nächste Aufgabe, unsere kleine Familie, die jetzt irgendwie in ihrer Intimität in dem kleinen Haus auch so den Rückzugsort hat und so, die halt jetzt sozusagen auch im Privatleben in das Schloss zu überführen, weil das einfach, also ich lieb's, ich habe hier Verstecken gespielt und alle meine Erinnerungen hängen dran und so, aber jetzt aus dieser Perspektive ist es einfach auch ein Teil der Aufgabe. Das Adel verpflichtet, hat Franziskus von Ketteler schon früh gelernt. Die Jagd gehört dazu. Schon immer hat der alte Baron im Herbst Treibjagden für verdiente Mitarbeiter veranstaltet. Obwohl der Schwiegersohn das Jagen nicht besonders liebt, weiß er, was er seinen Angestellten schuldig ist. Der Baron ist jagdmüde. Er zieht es vor, zum Abschied mit Ehefrau Martina durch seinen Wildwald zu streifen. Vor 30 Jahren hat er sich den Traum vom eigenen Naturpark verwirklicht. Sein Ziel war es, den Besuchern Zusammenhänge von Naturschutz und Naturnutzung deutlich zu machen. Von Böselager vertraut darauf, dass Tochter und Schwiegersohn seinen ökologischen Lebenstraum weiterführen. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ich weiß nicht, ich bin kein Prophet und halte mir alles offen, weil ich mich auch so anstrenge im Moment, dass ich mir sage, das kann ich mir überlegen, wenn ich ausgeschlafen bin. Aber dass ich ab und zu herkomme, klar. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, wo ich da noch mal helfen kann. Die Übergabe, die man überall sieht, auch in Unternehmen und Familien, wo man glaubt, da kann man einfach einen Schnitt machen und dann kommt der neue Fakt mit Null wieder an. Das ist natürlich eine riesige Vergeudung von Wissen und von Kenntnissen. Also, ob meine Tochter und mein Schwiegersohn mich brauchen, muss ich mal abwarten. Ich rechne eigentlich damit. Entschieden, in das Haus seiner neuen Frau zu ziehen. Er will einem Neuanfang auf Höllinghofen nicht im Wege stehen. Ich bin hier gewohnt, dass in jede Richtung kilometerweit alles mir gehört, alles von mir gestaltet ist. Ich es alles seit 50 Jahren in der Hand hatte, mehr oder weniger. Ja, dass ich hier herrliche Jahre verbracht habe, dass es ein Wunder ist und ein Glück. Natürlich mit Dankbarkeit und immer mit dem Gefühl, übermorgen kommst du wieder. Der Baron von Böselager auf dem Weg ins neue Heim. Hier wird er seinen Lebensabend verbringen. Sein zukünftiges Arbeitszimmer ist 10 Quadratmeter groß. Ja, hier sind wir so weit. Und du musst dir jetzt einfach noch mal überlegen, wie du das nutzen und einrichten möchtest. Also so unendlich viel Platz haben wir ja nicht, aber schön. Und Sofa zum Schlafen, damit dann auch mal ein Gast hier schlafen kann, oder? Wenn wir Wert darauf legen, dass du hier vielleicht einen Sessel aus dem Schloss hast, dann können wir eben nur den Sessel hier hinstellen. Der Schrank kommt raus, ja? Nein. Aha. Könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Regalplatz brauchen? Ich sage immer zum Spaß, ich kann die Spülmaschine ausräumen. Das muss ich erst mal lernen oder habe ich schon gelernt, sie einzuräumen. Aber dann kommt noch einiges dahinterher. Einkaufen, putzen, das werde ich alles machen, ist doch klar, das muss ich dann lernen. Aber ein Freund hat mir jetzt gesagt, der sein Leben lang Pflichten und Ämter hatte, jetzt würde er nicht mehr darüber nachdenken, dauernd, was er tun muss, sondern er würde nur noch darüber nachdenken, wer er ist. Du kannst ja auch